komm, machen wir auch Damage drauf. Ring. Hey Chris, grüß dich. Jo. Das war ein Modellchen. Na, was macht die Kunst, Chris? Bat, 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 bat. Ich hau dich gleich. Mana-Gedöns. Wenn Luffy ja immer noch nichts ist mit dem letzten Teil. Da muss ich langsam mal zusehen. Klapp, 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 klapp. Große Frage ist dann eh, mit was machen wir weiter, wenn es mit Lufia dann irgendwann mal rum ist. Poff. Ja, genau, hier müssen wir jetzt dran vorbei. Naja, anscheinend müssen wir doch wohl wieder einfach nur raus. Ich kann sagen, irgendwo macht's Pölüm, Pölüm. Ah ja, jetzt hat er die Lichtsäbel erlernt. Aber daher, er konnte er alle. Nee, nee, er kann nicht alle heilen. Dann machst du mal die Lichtklinge. Oder Shaolin will gerade nicht. Toller Vermieter. Na ja, gut, ich muss aber jetzt, ohne gemein sein zu wollen, sagen, wer Bloodborne spielt, ist selbst dran schuld. Oder Dark Souls oder so ein Mist. Der Unique Selling Point ein absolut sinnfreier Schwierigkeitsgrad ist. Beziehungsweise es ist ja noch nicht mal Schwierigkeitsgrad, es ist ja gucken, was der Gegner kann, auf die Fresse kriegen, erste Phase überstehen, in der zweiten Phase wieder auf die Fresse kriegen, dann da wieder sinnlos sterben, bis man kapiert hat, wie es geht, und mit den weiteren Phasen dann auch, bis der Gegner irgendwann mal tot ist. Yay, das klingt nach Spaß. Ah. Wump. Aber was für ein Problem hat dein Vermieter? Kann doch nicht sein, dass er einfach so das Wasser dicht macht. Na komm, dankeschön. Was willst du da, Cludo? DQB2? Die große Frage, was mit den Rauchmeldern ist. Einbauen oder ersetzen oder testen? Das ist kein Super Nintendo-Spiel. Okay, dann ist er aber schon. Okay, wie viele Jahre gibt es die Verordnung schon, dass die Dinger drin sein müssen? Kann man da nicht sogar schon von mindestens Mietminderung reden? Thank you.
Ja gut, aber seit 12 Jahren sind die Dinger doch noch nicht Pflicht. Die sind doch erst seit, oh Gott, 5. Ja, es müssten mehr Jahre sein. Kleine Zombie-Dino-Babys verprügeln. Yay. 2007. Ah. Kann ich sagen, müsste doch schon einige Jahre gewesen sein. Sie hat noch kein Level Up, deswegen haben sich bei ihr die Zauber wahrscheinlich noch nicht verändert. Bautz! Besser, dass wir hier jetzt alles haben. Jawohl, immer ein Funkel. Ich dachte jetzt auch, dass wir da noch irgendwas. Auch mal für 9 Umbauten seit 5 Bestandsbewohner habt ihr Übergangsfrist jedoch spätestens 31.12. Deswegen kannst du doch eigentlich auf die Nüsse treten. Das müsste doch mindestens Mietminderung oder sonst irgendwas geben. Ey, diese Feuerbrücken sind ja auch so Secret of Mana-esk. Hau da nochmal einen Heal raus hier kurz vorm Ableben. Ich würde sagen, jetzt gibt's ja eigentlich die volle Dröhnung. Sagen, war es das schon? Aber okay. Wir haben jetzt von einer Arena in die nächste geschmissen, ha? Huh? Allerliebsten Nachbar, wir haben 4 Parker, eigentlich 3 und danach steht einfach mal mit 2 Autos auf dem Hof. Ach ja. Den würde ich so auf den Sack gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, da wird mitten in der Nacht losgegangen sein, Clodo, weil die Batterie schwach wurde. Und die Dinger geben halt Alarm, wenn die Batterie leer ist. Deswegen wird er die Nacht gezündet haben. Das Tolle ist, ich habe 5 von den Dingern im Haus. Das ist toll, wenn du hast so jedes Quartal mindestens einen, der hochgeht, weil der scheiß 9-Volt-Block leer ist. Das ist natürlich immer in der Nacht. Dann stehst du ja auch erstmal senkrecht im Bett bei den Dingern. Das ist jetzt die Lady, oder? Reines Licht plus ein Gegner erlernt. Reines Licht plus ein Gegner hatten wir doch schon. Ich mal kurz was schauen. Hm.
Intelligenz 17. Dann müsste sie eigentlich den Regenbogenstrahl lernen. Ne, wir haben Geist erhöht. Dafür dürfte dann die Mana wieder hochgegangen sein. Achso, wir sind in Fight, da kann ich das andere Menü nicht rein. Düdü. Er macht nichts, egal, ich erzähle ihm, egal. Meine Mutter ist Hauptmieterin. Und damit der Vermieter bekommt, nichts geschissen, einen neuen Vertrag zu machen, wo ich und. Lassen Sie mal ja sagen, wo ich die Vermieter nicht drum kümmert. Die Rauchmelder, die Parkplätze, die Nachbarn, die Kindern. Folgegestellte Waschküche, Fremdsein, etc. Aber wie gesagt, dann muss man an die Kasse gehen. Ganz stumpf Mietminderung. Würde ich mal mit dem Anwalt reden. Anwalt für Mietrecht. Beratung ist normal kostenlos. Wir flitzen raus und gehen nochmal die Goldstatue, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall besser als Ja, eben noch volles Leben gehabt. Was zur Hölle? Hat Madamchen denn jetzt überfahren? Deswegen ja, da kannst du die Miete drüben mitdrücken, und wenn es dir mal eine Geldbeutel geht, was meinst du, wie schnell der wach wird? Ja, Werwölfe. Gehabt. Dachte, er macht hier wieder den ich zerslice jetzt einfach mal alles. Haha. Fluff. Ich finde das so geil. Er ist aufgeblasen, puschelt da runter, er kommt so Arschbombe. Rums. Ja, aber wie gesagt, du kannst ja, ich würde ihm ganz stumpf, boah, aua. Ich würde mal mit dem Anwalt reden und, Mieterhöhung. Ich sage, du hast ja dann schon 2010, wäre das letzte gewesen mit den Feuermeldern. Dann würde ich die Mietminderung schon mal berechnen ab der Zeit. Und dann hast du wahrscheinlich einfach mal für so viele Jahre rumgerechnet. Dann hast du erstmal für nächsten paar Monate Ruhe mit Miete, weil dann brauchst du keine bezahlen, wenn man das umrechnet. Deswegen, ich würde damit einfach mal zum Anwalt gehen, der sich mit Mietrecht auskennt. Ja, wirklich das Einfachste, was du machen kannst. Deswegen, es geht ja nicht nur drum um die neue Miete, der ist ja im Rückstand mit vielen Sachen und daher er sich nicht kümmert um was.
wie gesagt, über einen Anwalt. Dann ist das Ganze auch beglaubigt. Was natürlich noch besser wäre, wenn du Schriftstücke hättest, mit denen du den schon darauf hingewiesen hast, wegen der Parksituation und so weiter. Ah, genau darauf hatte ich keinen Bock. Pissvieh, ey. Gerade nochmal zurückmarschieren zur Scheißstatue, ey. Deswegen, und der soll dann gleich mitdeckeln, dass du den tollen Nachbarn, die du da hast, direkt mitschreibt, dass sie da nicht zu parken haben und sonst rechtliche Mittel vorbehalten werden. Zu deinem Recht, für das du wahrscheinlich auch bezahlst, nicht nutzen kannst. Ich sag mal, Parkplätze sind teuer. Dann würde ich dem halt auch mal eine Rechnung schreiben, von wegen, sie nutzen meinen Parkplatz ungefragt. Das kommt, eine Last von x Euro am Tag gleich. Keine Ahnung, man kann bestimmt ein Anwalt was machen. Es kann dir ja scheißegal sein, ob das mit dem Vermieter abgesprochen ist. Wenn du schriftlich da stehen hast, ihr habt so viele Parkplätze zur Verfügung, dann kann der Vermieter die nicht einfach noch irgendwie untervermitteln oder sowas. Deswegen, wenn ihr 4 Parkplätze habt, habt ihr 4 Parkplätze. Da hat auch kein anderer zu parken. Punkt. Deswegen, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Ah, okay, kommst du nicht hin, weil die im Hof stehen oder was? Dann verstehe ich jetzt die ganze Geschichte nicht mit den Nachbarn. Also, irgendwo ist noch was. Bei Freunden im Mehrparteienhaus, wenn da irgendeine Waschküchensituation ist, die haben vom Mieter die Vermieter die Erlaubnis, das Ganze wird dann weggeräumt und weggeschlossen. Das meinst du, wie schnell sich das geklärt hat, wo dann von einer Partei da ständig das Zeug weg war. Da zum Beispiel auch jeder seine Leine, wo man es hinhängen konnte, und den einen war das scheißegal, er hat alles vollgehangen. Und da hat er dann halt seine Leine wieder freigehangen, hat das Ganze in eine Box gepackt, hat es auf Seite gestellt, wenn es klitschnass war. Und derjenige dann nicht spätestens nach dem Tag mal guckt, gibt das doch schon ganz böse Stockflecken oder es kann halt auch schimmeln. Aber da hat er anscheinend nicht die Eier dafür, Zakurak, oder? Oh ja, Mieter, Vermieter. Also ich hab mir mehr oder minder gedacht, was du meinst. Das dämmige, nervige Mistvieh. Ja gut, Zakurak muss ja nicht unbedingt direkt mit dem Holzhammer kommen, in Anführungszeichen, aber
wenn der Vermieter das Ganze Poltertruhe. Die ist zwar mittlerweile auch sehr ergiebig geworden, aber die haut ganz schön rein. Wir haben keine Hausordnung. Was zur Hölle? Hä? Also ich kenne das gar nicht, dass irgendwo ein Mietshaus ist, wo es keine Hausordnung gibt. Sollten wir vielleicht auch mal raushauen. Für Ralle! Wer ist denn dieser Ralle? Und warum hielt er? Ja gut, bis X Uhr ist doch eigentlich eh staatlich geregelt per Gesetz bis 22 Uhr. Dem wird das Pinball gespielt. Bat, 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 bat. Delung, 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 delung. Das war dann wohl nicht der Raum, wo wir rein sollten. Wenn wir schon die Möglichkeit haben zu buffen, dann buffen wir doch mal. Halleluja. So interessant zu wissen wäre, ob der Effekt halt auch hält, wenn man den Raum verlässt. Ach, gibt's bei euch im Haus Mittagsruhe? Weil gesetzlich gibt's ja keine Mittagsruhe mehr. Die ist ja auch vor etlichen Jahren abgeschafft worden. Aber auch hier mal richtig Ärger gehabt. War mal am Holz machen. Und sind wir dann auch von einem Zugezogenen hier mega angeschnauzt worden. Aber gesetzlich gibt es keine Mittagsruhe mehr. Wohl bemerkt, wenn der Vermieter sich nicht drum kümmert, dass die Hausordnung eingehalten wird. Ja, toll. Alles klar, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Das war rechts. Wenn die Hausordnung nicht eingehalten wird, dann kannst du auch Mietminderung dafür bekommen, wenn du mehrfach darauf hingewiesen hast und der Vermieter kümmert sich nicht darum, dass das eingehalten wird. Deswegen, ich gehe damit wirklich mal zum Anwalt. Geh damit mal zum Anwalt, lass den Schreiben aufsetzen für den Vermieter und wenn der Vermieter bis zu einer gewissen Frist, die du ihm setzen kannst, das Ganze nicht umgesetzt hast, dann einfach mal mit dem Anwalt reden. Okay, hoffen wir mal, dass wir hier richtig sind mit Mitte. Und dann würde ich das Ganze halt einfach mal zurückrechnen, unter anderem mit den Feuermeldern, wenn die bis dato nicht gemacht sind.
was es für eine Mietminderung geben würde, bis rückwirkend 31.12.10 oder was du da geschrieben hattest, dann kannst du wahrscheinlich die nächsten Monate brauchst du noch nicht mal Miete bezahlen. Boah, das fiel schon wieder. Der war aber gar nicht so schlimm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Ich würde sagen, wir buffen mal eine Runde und warum du. Achso, der zaubert. Der zaubert auch. Lasst mich zaubern! Meh. Rauchmelder hin oder her, die Dinger müssen da sein. Die müssen per Gesetz da sein. Deswegen, hin oder her, überleg mal, wie viele Jahre die Dinger nicht am Start sind. Der ist 8 oder 9 Jahre, ist der überfällig. Rechne das mal rum und das ist ja dann auch nicht... in Anführungszeichen eine einfache Gebühr oder sowas. Das multipliziert sich ja noch irgendwie hoch. Deswegen, ich habe das nur am Rande mal bei einem Kumpel mitbekommen. Deswegen sage ich ja, am besten mal mit einem Anwalt reden. Weil der kann es dann halt zu 100% sagen. Wer, wie, was, wo und überhaupt. Deswegen überleg mal, 8 Euro mal 10 Jahre mal 12 Monate, das sind ein paar Euro. Natürlich, den Schrumpf haben wir nicht draußen. Und tot. Wo ist der Heal? Das ist auch irgendwie so typische Zusammenfassung für dieses Game hier. Du haust einen entsprechenden Heal raus, aber du wirst trotzdem umgebügelt. Alter, ernsthaft? Dadurch, dass ich jetzt das Geschrumpf geheilt habe, hat er den Dings verloren? Die volle Aufladung? Pff, Alter. Macht man das eigentlich, wenn ich drücke hier die ganze Zeit für Hallo, Heal, Hallo?
halt, wie gesagt, absolut interessant mal zu wissen, wegen den Status-Effekt-Zaubern, dass man die halt nicht so wirklich irgendwo ansatzweise sieht. Gucken, was der Augenlaser. Jo, das tat weh. Ja, große Problem an der Geschichte ist halt, umso mehr du halt jemanden hast, der die ganze Zeit nur so ein Mist veranstaltet und ja, mache ich und nichts passiert, da muss halt wirklich ein Knüppel kommen. Und die merken es dann halt, wenn es denen an Geldbeutel geht. Aber dann sind sie meistens auch sehr fix. Jo, du kannst halt einfach mal nichts machen, weil das Vieh castet, wie blöd. An der Schöpfung kommen nicht dran, weil sie ständig zurückfliegen, wenn sie gehittet werden. Oh, haben wir das Vieh jetzt down. Oh, Alter. Hoffentlich lassen wir jetzt nicht nochmal hier irgendwo die Benevodona umsägen müssen. Das Ding hier hoffentlich jetzt auch clear. Jawohl, Inger. Aber hier in die Mitte hätten sie ruhig auch noch ein Ding packen können, was healt. Gurke läuft in der Luft rum und es passiert nichts. Okay, hallo. Danke. Du hörst es plöm plöm und derzeit hat es schon zerlegt. Wie lange sind wir denn schon drauf? Fast 2 Stunden. Für 23, euer Ernst?
gerade sagen. Und da pennt sie weg. Kann sagen, das Ding heißt Schlummerblu. Wow. Okay, mal dann ist sie wieder wach. Draufhauen, Jungs. Draufhauen, danke. Eben hieß es doch noch ich bin gerade verwirrt. Die 145 ist jetzt nicht so die Welt. Die du mir geschickt hast. Ach da, okay, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber das könnte schwer werden. Ernsthaft Planetary Annihilations? Das Spiel ist so unterirdisch. Da spiel lieber Total Annihilations von, ich glaube, 95. Macht alles besser. Nicht denke, ich will einfach nur wissen, welche Spiele du gerne spielst. Am besten Retro. Außerdem Riesenmodelle wie die Eva oder das Lenzi-Logo mache ich nicht mehr. Ja, Mana-Schild. Darauf habe ich mich gefreut. Warum steht der Wolf-Dude eigentlich wieder rum und chillt? Plonk. Ah, einfach mal den Seed auf die 12. Nice. Voll in die Nüsse. Sagen, so viel kann das Vieh nicht mehr haben. Das Nokia-Handy Snake, kein Problem. Sind unsere Helden irgendwie blasser geworden? Zumindest kommt es mir so vor. Hi Troll, grüß dich. Was macht die Kunst? Yay, Radio. Ah. Oh, mein Kreuz, ey. Klopp.
umgebasht. Okay, im Arsch wackeln kannst du immer noch. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, aber... Achso, wahrscheinlich, weil ich gerannt bin und das Meter unten nicht voll war. Huhu, Fremdwerbung hat mal was gebracht. Okay, ist jetzt hier irgendwo eine Tür aufgegangen. Aber juckt es immer noch massiv, das Seiken Densetsu, die japanische Cartridge mal zu gucken, was die kostet. Ich weiß nicht, ich hätte das doch irgendwo gerne auf Card. Oh, sind wir jetzt in Terranigma? Astoria, ach, das ist die Stadt, die es zerlegt hat. Ach, sind wir jetzt in der Geisterwelt? Okay, die Stadt ist immer noch hinüber. Wundert mich ja, dass hier keiner ist, der sagt, ihr seid schuld, ihr habt die Stadt nicht beschützt. Ja, das sowieso, die Leute supporten, die man gerne schaut und so weiter, das auf jeden Fall. Und an Heidroll, herzlich willkommen im Clan, wie Obstkuchen. Und auch viele schöne weitere Ströms. Da steht der Händler hier hinten und danzt sich einen ab. Ich hoffe mal, dass man die nachher sieht, wenn ich das nachgerendert habe. Dann bin ich selbst erschrocken. Deswegen habe ich den schönen Gitarrenriff da drin. Dieses Ratatatan, Ratatatan. Schön mit der Gitter. Mit der E-Gitter. Nee, überall das ganze bunte Brutt verteilt sich hier. Oh, hier und direkt der Sub hinterher. Der ist nicht ganz so erschreckend. Cluedo. Tier 1 Sub. Dann vielen herzlichen Dank, Cluedo, für den Verschenksub. Dann viel Spaß mit den Kanal-Emotes. Dann gehörst du jetzt auch zur Stahlkriecher-Crew. Mit dem Katka-Smiley, dem nostalgischen Typ-Smiley und der Stahlkriecher. Was muss das muss? Wo muss ich denn hier hin, verdammte Axt? Auch nix. Sei also schweigsam, sonst drückt ja jeder von denen hier mal eine Kassette. Hier raus kann man auch nirgends. Ist irgendwo noch den geheimen Pornokeller, den ich noch nicht gefunden habe, wo da der Bösewicht drin steht.